Den hast du morgens auf die Orgel gelegt und dann ist er hoch. Weil der da schon ein bisschen länger lag. Genau. Ne? Der war nicht mehr ganz frisch, genau. Oder was? Meinst du das? Nein, morgens wurde er frisch, du? Aber irgendwann ist er eben alt. Der Leberkäse? Der Leberkäse ist irgendwann mal alt. Hier ist überhaupt nichts alt. Keine Wurst, kein Leberkäse. Ja, nicht mehr. Er war mal keine alt. Ich Pommes. Das mal gesehen, dass er hier mal alt ist. Hier ist gar nichts alt. Jetzt lass was du? Ich wollte nur sagen, dass der Leberkäse, wenn der alt wird und hochgeht, dann sieht er genauso aus wie der Teppich und dann hat Westphal gesagt, oh, das liegt jetzt da wie den Leberkäse von Ingo mit den Hat er gesagt, der Westphal, ne? Der liegt wie Leberkäse von Ingo. Ich würde das... Hat er das gesagt. Ja. Warst du dabei, ne? Bist du mit den Teppichleuten bist du mit reingegangen, ne? Und dann hast du gehört, hat er gesagt, der liegt wie bei Ingo der Leberkäse. Hast du, ne? Ja, so war das, ne? Er redet ne? manchmal reichlich viel, findest du nicht? Legen. Wenn du zwei Würste, die sind ja auch schon geformt. Wenn du die da reinlegst in eine runde Schale rein, in eine Ovalschale, zwei von diesen dicken Würsten und dann legst du das Podest, was hier Schildkröte geschnitten hat in der Firma drin, ja. Das legst du da auf. Mhm. Und dann hast du noch ein Zentimeter. Alter, sag mal, hast du das Wasser getrocknet oder was hier? War doch an und für sich eine gute Idee. Dann hast du nicht so viel alten Salat, ne? Ja. Da? Du, ich hab nie alten Salat, weißt du? Mhm. Der wird nämlich nicht alt hier. Nee? Nee. Aber du wirst alt, ne? Mit dem Salat zusammen wirst du alt. Im Lauf der Jahre jetzt. Das ist immer neuer Salat, aber du wirst mit deiner Salate alt. Weil du deinen Betrieb nämlich liebst, ne? Ich weiß das, du. Ich weiß das. Das gibt dir Geborgenheit, diese aufgegessen haben, denn sehen die Dinge nicht, das ist ja vollkommen Quatsch, weil dann haben sie ja gar keinen Hunger mehr. Und wenn dann da steht, guten Appetit, dann denken sie vielleicht, du wirst sie verarschen. Das müsste vorher sein. Du könntest zum Beispiel, könntest du den Leuten was zu essen machen und könntest du den Aufkleber oben drauf legen. Ne? Guten Appetit würde denn da stehen, auf dem Essen drauf und dann könnten sie, kann man den mitessen, den Aufkleber? Lass den einfach mal da dran. Ne? Tö? Weißt du? Das ist doch wie so eine... Lässt du den einfach mal da, lass ihn einfach mal da dran. Kann man den aufessen? Tö? Pass mal auf, ich gebe dir nachher mal einen mit, dann kannst du dir den überall hinkleben, wo ich will. Ja, ne? Hat er nämlich jetzt, hat er sich gekauft, diese Zange da, ne? Gib mal diese Wurstzange, zeig die mal bitte. Jetzt, pass auf, jetzt, habt ihr auch bei euch solche Würstezange? Wir haben doch keine Würste. Aber sie können doch eine Zange ganz normal haben, eine Werkzeugabteilung. Das ist doch keine Wurstzange. Das ist ein Superladen, das ist ein Weltladen, ist da. Das ist doch keine Wurstzange. Das ist ein Weltladen. Die haben Wurstzangen da. Die kannst du für was anderes auch benutzen. Die kannst du benutzen, um hier zum Beispiel Kabel zu verlegen. Da brauchst du zwei. Da brauchst du zwei Wurstzangen zu. Ja, natürlich. Damit du nicht gestromt wirst. Genau. Wenn du gestromt wirst, fällst du um. Ja, und ein Essstäbchen brauchst du auch noch dazu, 220, um das Kabel abzuklemmen. 220 Watt haben die. Du, aber weißt du was, wenn du das Kabel nimmst und einen Knoten reinmachst, ja. Ne, dann geht der da nicht, dann geht der nämlich nicht mehr durch. Der Strom. Den mache ich aber gar nicht. Dafür habe ich die Zangen. Wenn ich zwei Zangen nehme, kann kein Knoten rein. Das macht alles Sinn. So, jetzt habe ich bei ihm diese Zangen.